Hallihalli, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Rising World, wo wir hier noch ein bisschen Kohle gefunden haben. Hier, da ist noch Kohle. Und die Kohle, die brauchen wir für unsere Brutzelstelle. Aber wir müssen auch noch einen Grill bauen. Für das Fleisch, das wir da haben. So, der kleine Pfeil zeigt nach da. Also sollte da unser Haus sein. Ja, passt das? Ja, so ungefähr. Könnte natürlich Zufall sein, das testen wir mal, indem ich einfach mal hier dran vorbeilaufe. Oh ja, geil, das zeigt definitiv auf unser Schlafding hier. Oh ja, sehr gut. Ja, also mit dem kleinen Pfeil kommen wir also immer wieder nach Hause. Das ist sehr gut. Das heißt, jetzt zeigt es hier hin. Und jetzt zeigt es hier hin. Ja, das zeigt immer genau auf unseren Punkt hier. Sehr gut. Okay, es ist Nacht. Machen wir hier mal an. Tu mal weg den Kompass. Was habe ich denn jetzt alles? Kohle können wir hier gleich mal auffüllen. Ja, auffüllen. So, Kohle. Bandage tue ich mal hier hin. Und das Fernrohr tue ich auch mal hier hin. Kies. Also Kies haben wir aber. So, machen wir hier wieder voll. Zack, 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 zack. Also da kriegt man doch schon einiges rein. So, was ist hier? Silber. Hier ist Kohle. Da kommt die Kohle rein. Da können wir eigentlich fast für alles ein eigenes Ding machen. Wenn wir hier Silber drin haben. Ne, Silber würde ich unten hin tun. Hier würde ich mal Erde rein tun. Und dann hier ist die Kohle. Ist auch wichtig. Dann tun wir hier Eisenerz rein. Und hier Kupfer. Und hier Wolfram. Und hier Aluminium. Und hier Silber. Und Stein kommt drüben rein. Stein und Kies. Ah, aus dem Stein kann ich keinen Sand machen, ne? Kann ich hier irgendwie Sand machen? Sandstein? Benötigt Sandstein. Natürlich. Erde, Gras, Kies, Sand. Recyceltes Material. Ornamentfliesen. Oh, wir müssen einen Pool bauen, unbedingt. Mit solchen Fliesen. Oh, schön. Pflaster oder Sandstein, Stein, aber ich kann hier doch keinen Sand draus machen, nee. Echt nicht. Okay, wir haben auch noch recht viel Stein, sehe ich gerade. Das ist gar nicht schlecht, wir haben ja noch sehr viel vor. So, dann mache ich mal hier. Ach, hier haben wir die Erde, warum habe ich die da drüben reingepackt? Kann man denn Erde brennen? Nein, kann man nicht.
Dann kommt... Ach, egal. Passt schon. So, da Stein. Und hier Erde. Und dann machen wir hier Kies. Und dann ist das fies. Und wir sind mies. Zufrieden. So. Öfelchen ist noch am Brutzeln. Was sagt der Tag? Tag sagt noch nicht viel. Ach, wir wollten eine Lampe. Wir wollten in diese Höhle rein. Ja, eine Taschenlampe. Den Timer gar nicht gestartet. Schön. So, war das hier? Nein. War das hier? Das war hier, ne? Lichter, Lichter. Ich sehe es nicht. Bin ich blind? Ich bin wieder blind. Da, da, da. Smoker. Grill. Fleisch zu grillen. Oh, voll gut. Hier, für unseren Pool. Oh, geil. Bauelemente. Ja, schön. Glasscheibe, Sand. Holzstamm. Ich suche Licht. Badezimmer. Wie cool. Wo ist das Licht? Ist es hier? Ach ja, natürlich ist das hier. Ne, gibt's aber kein. Hä? Ist es doch hier? Ach ja, ist doch hier. Taschenlampe, Stablampe. Spendet helles Licht, hilfreich, um im Dunkeln Gegenden zu erforschen. Glühlampe und Eisenstab. Hilfsmittel. Kompass, Fernglas. Ach, das ist ein schönerer Kompass quasi. Ja, gut. Boah, Wolfram, Aluminium, Eisen. Das könnten wir sogar schon machen. Halbautomatisches Gewehr. Und das hier ist Magazin für das Gewehr. Verrückt. Aber eins nach dem anderen. So. Oh, Moment, hier gibt's doch solche Skelette und sowas. Ach du Scheiße. Ja, hier gibt's. Ich habe ja diese Viecher an. Hm. Ein halbautomatisches Gewehr, etwas ungenauer als die Repetierbüchse, bietet dafür aber eine deutlich höhere Feuerrate. Aha. Und was ist die Repetierbüchse? Ist die hier? Mit Nudelholz. Aha, ich bin ja auch bei Werkzeugen und nicht bei Waffen. Repetiergewehr. Eine Repetierbüchse. Deutlich effizienter als die Muskete in puncto Feuerrate, Präzision und Reichweite. Ja, nee. Muskete ist ja hier mal von vorm Krieg. Nee, dann nehmen wir lieber. Da. Achtmal Holz. Wolframstab, Aluminiumstab und Eisenstab. Und wie viel davon? 64. Wie sieht's hier aus? Sehr gut. Wolfram, Aluminium und Eisen. Dann machen wir uns mal einen Ballermann, bevor wir in die Höhle gehen. Und eine Lampe natürlich. Aber da würde ich dann eventuell sogar die Stablampe bevorzugen. Ich weiß nicht, ich schätze, die ist heller. Aber wir können auch alles machen. Wir haben so viele Kisten, wir können das ganze Zeug in Kisten unterbringen. So, dann fülle ich hier gleich mal wieder auf. Eisen. Das da. Das da. Das da. Machen wir so eine Misch. So eine Mischedition. Hier diese Barren. Und dann machen wir mal so. Da, 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 da.
Nur damit das schon mal wieder geladen ist. Und während wir noch hier sind, können wir das auch nochmal anheizen. Ich sehe schon, diese Kisten werden immer leer sein. Aber dafür reicht es auch, glaube ich, an Kisten insgesamt. Ich glaube, mehr brauchen wir dann tatsächlich nicht. Dann haben wir hier unten... Und das ist ja jetzt überschaubar. Das sieht ja jetzt nicht schlimm aus. Diese zwei Schränke hier. Das ist ja geradezu lachhaft. Wenn man da überlegt, in anderen Spielen braucht man zigtausend Kisten und Schränke und so. Und da ist das ja hier gar nichts. Oh, wir haben alle Erze verbraten. Tatsächlich. Ja. Gut. Vollständig alle Erze verbraten. So, dann brauchen wir Eisen. Was ist das? Wolfram. Ich mach mal hier Kupfer, Wolfram, Aluminium. Silber, weiß ich nicht mehr. Ich habe schon wieder vergessen. Ja, es ist meine Rezeptmerkung. So, Wolfram, Aluminium und Eisenstäbe. Wolfram, Aluminium und Eisen. So, Eisenplatte. Eisenstab. Es gibt 4 Eisenstäbe. 64 brauchen wir. Das heißt... 16. 16 Eisenplatten. So. Dann 16 Aluminiumplatten. Und 16 Wolframplatten. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wir haben ja gar nicht so viel Wolfram. Ich dachte, wir hätten so viel Wolfram. Da ist alles leer, Tatsache. Oh, oh. Ja, nu. Mach ich mal so. Eisenstab. 64, ne? Warum mache ich jetzt 4? Und noch 60. Wolfram. Wolfram. Aluminiumstab erstmal. 64. Wolframstab. 44. Ja, ne? Nu. Hallo, das Zeug tue ich mal wieder zurück. Aluminiumbarren. Silberbarren. Eisen, Kupfer. So. Alustab. Ja, Wolframstab haben wir 44 von 64. Mist, die Kacke aber auch. Holz. 28. Ist jetzt auch nicht mehr so viel. Ah, okay, Holz brauchen wir nur 8. Achso, und fürs Magazin. Magazin enthält 20 Schuss. Sehr gut. Ach du Scheiße, wo krieg ich denn Schwefel her? Entschuldigung. Scheiße, Scheiße. Naja, da habe ich hier extra voll fett Pfeile gemacht und dann will ich mir hier so ein Gewehr bauen, ne? Ist ja eigentlich auch kontraproduktiv dann. Gut, dann lassen wir das. Da haben wir hier jetzt schon mal Stäbe fertig. Was soll's? So, da sind Waren. Hier sind Eisenstäbe. Das hier ist Wolframplatte, Wolframstab, Aluminiumstab und nochmal Eisenstab. Ja. Naja, gut. Dann ja, müssen wir halt bei der Armbrust bleiben und hoffen, dass da unten die Viecher nicht ganz so brutal sind. So, aber trotzdem brauche ich eine Lampe.
Leuchtstoffröhre und Glühlampe. Was ist jetzt besser? Die Stablampe? Spendet helles Licht? Taschenlampe? Ja. Wahrscheinlich ist die Stablampe heller. Das heißt, viermal Eisenstab und eine Leuchtstoffröhre. Eisenstab haben wir ja zum Glück noch ein paar. Nein. Viermal Eisenstab. Kann ich das hier? Wie kann ich das denn mit STW, mit Alt, mit Shift? Ah, mit Shift brauche ich nur einmal klicken. Shift rechtsklick, STG rechtsklick. E. Mittlere Maus. Alt. Linksklick, rechtsklick, Shift. Shift tut's ganz ins. Ja, gut, egal. Okay, vielleicht so und dann so. Rechtsklick, ne. Also egal, mit Shift komplett. So, Eisenstab. Dann für die Leuchtstoffröhre brauchen wir auch Eisenstab, dann noch einmal Kupferstab und Wolframstäbe. Naja gut, da haben wir ja alles da. Wolframstab, Eisenstab, ah, Kupfer, huch. Kupferstab haben wir keinen. Dann machen wir eben Kupferplatte. Wo ist sie? Hier. Einmal auch mal so. Was? Kupferstab, 64 Stück. Brauche ich 16. 16 mal Kupferplatte. Dann haben wir halt 64, das passt dann. Kupferstab maximal 64. So. Okay. Passt. Einmal herstellen. Dann Lichter, Stablampe. Einmal herstellen. Okay. Lass mal sehen. Kann die hier rein? Nein, kann sie nicht. Mal so. So. Ach du Scheiße, okay. Jo, die ist hell. Aber zum Abbauen ist natürlich schwierig. Abbauen müsste ich dann in völliger Dunkelheit. Naja, okay, egal. So, hier ist wieder fertig. Silber und Aluminium. War hier auch nochmal Wolfram dabei? Das habe ich wieder angemacht. Ich glaube nicht, oder? Doch, da war auch Wolfram dabei. Lass mal sehen. Drei. Ja gut, aus drei Barren kriegen wir auch nur... drei Dinge raus, ne? Ich mache jetzt mal hier alle Platten, die wir machen können. Ich glaube, die Barren brauchen wir sowieso nicht. So, und die Stäbe mache ich noch nicht, denn für manche Sachen brauchen wir Platten und für manche Sachen brauchen wir Stäbe. So, hier sind die Barren. Kupfer. So, was ist das? Aluminium. Aluminium. Eisen. Eisen. Wolfram. Wolfram.
Wolfram brauchen wir wahrscheinlich eher Stäbe als Platten. So, dann zeige ich mal hier Wolframstab. 24. Wie viel haben wir denn jetzt? 24. Ja. 64. Also jetzt könnten wir sie tatsächlich sogar machen, aber uns fehlt ja noch Schwefel. Ja. Also wir könnten... Was ist das? Silberplatte. Hm. Ich weiß nicht, soll ich alles... Aluminiumplatte. Für manche Sachen... Braucht man für manche Sachen auch Platten? Eisen, ja, da brauchen wir halt auch Eisenplatten. Und nicht nur Eisenstab. Also da muss dann tatsächlich auch irgendwo, müssen auch Platten übrig sein. Naja, so können wir jetzt auf jeden Fall in die Höhle. Kompass ist auch da, sehr gut. Ja. Sehr gut. So, wo war die Höhle? Da hinten. Ofen habe ich ausgemacht, ne? Baumwolle nehme ich gerne mit. Hier ist Kies und Wasser. Oh, was bist du? Nichts. Ach doch, Kupfererz. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Ach, Pferd. Macht's. So, das ist Sand. Hier waren wir schon drin. Da war Kupfer und Eisen. Oh, Baumwolle. Was ist das hier? Auch Kupfer oder so. Bin ich hier durch? Haben wir Alu. Da ist auch wieder Eisen oder Kupfer. Ja, ach, ich bin hier irgendwo. Hier war das, ne? Ist das ein Wildschwein? Das ist ein Bär. Das war nicht hier. War das denn? Wo das gewesen ist. Oh, scheiße. Ich muss mal wieder was essen hier. Ich verletze mich hier ständig. Ich esse jetzt mal ein paar Äpfel. Äpfel sind gesund. Und bringen ordentlich Energie. Nochmal Äpfel. Und hier hat es auch eine Höhle. Okay, dann gehe ich in die Höhle rein. Huch, da hinten ist gerade irgendein Tier weggespawnt. Ah, ich bin schon. Bin schon satt. Sehr gut. Okay, Lampe. Baumwolle. Leder brauchen wir dann ja auch noch. Da brauchen wir noch ein Gerbgestell. Dann können wir Leder machen. Für Klamottkies. So, wo ist Häusel? Da, ach ja. Okay, ich sehe es. So, wo ist Höhli? Ist ja ein ziemlich übler Schacht hier. Den werden wir so nicht wieder hochkommen. Müssen wir uns so langsam reingraben. Ich hoffe mal, dass es auch reicht. Wahrscheinlich reicht es nicht und wir fallen dann gleich noch ein ganz schönes Stück runter.
schon ziemlich dunkel. Okay. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Eigentlich schon, oder? Hier oben hänge ich noch fest. Okay, ich gehe nochmal zurück. Vielleicht bin ich doch irgendwie krumm. Hä? Müsste doch passen, oder bin ich dran vorbei? Ich hoffe mal nicht, dass ich dran vorbei bin. Oh doch. Autsch. Ja, erstmal Apfel essen. Nochmal Apfel essen. Komm, hau rein. Oh, hab keinen mehr. Also ich sollte jetzt nicht mehr runterfallen. Sollte ich vermeiden. Na, sieh mal einen an. Da ist da schon die Höhle. Die Frage ist nur, komme ich da dann wieder hoch? Also hier komme ich raus. Oh, was ist das? Stein. So, dann schauen wir doch mal. Okay, eine Ziege. What? So, hier geht's runter. Ah, okay. Naja. Ist jetzt nicht sonderlich spektakulär, ne? Dann gibt's halt Stein. Ich sehe gar nichts. Ihr seht auch nichts. Ich klopfe einfach mal vor mich hin. Ja, gut. Diese Höhle, die... Die reißt jetzt nicht unbedingt raus. Dum, 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 dum. Gut. Wo bin ich denn lang gegangen, sag mal? Also erstmal müssen wir mal eine Folgenpause machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Wenn es wieder heißt, Time to Play hier bei Rising World. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.